Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ich habe mir mithilfe des Käferchens mal die Gegend hier oben angeguckt. Und es wird recht eindeutig, wir müssen irgendwie da lang. Und jetzt habe ich mal geschaut, ob man das von der Seite vielleicht machen kann. Und siehe da, wir haben ja hier noch einen Zeitstein. Mal sehen, was der bewirkt. Vielleicht können wir dann hoch. Ja, das ist mir egal. Das brauche ich nicht. Ich will einzig und allein da hoch. Ah, eine Kletterwand. Wie gut. Wie gut. So funktioniert das. So geht das. Jetzt bin ich zufrieden. Ich denke schon, wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Bla, blub. Aber hey, so wird's gehen. So. Dann krauchen wir mal hier rüber. So, danke schön. Lara Croft-Style. So. Ui, ein schmaler Grat, ein schmaler Grat. Da unten ist übrigens auch eine Kiste. Achtung. Habe ich auch mit dem Käfer gesehen, dann bin ich hier durchgesaust. Also wenn das kein Herzteil ist, dann weiß ich auch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Dieses Spiel will mich so natzen. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben das Rad gefunden. Du hast das Objekt gefunden, das der Betreiber der Roulette-Insel verloren hat. Es ist möglich, den Roboter aus der Werkstatt zu rufen und es von ihm abtransportieren zu lassen. Soll ich einen Roboter rufen? Ja, natürlich. Der wird uns dann wieder beleidigen und so. Oh, die Sonne geht unter. Sieht schön aus. Hallo. Dim, 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 dim. Ja, beleidige mich, verehrte Fei. Bring das bitte hoch. Bla, bla, bla. Bitte, grüner Wicht. Mhm, genau. Ich hab's geahnt. Ja, wir warten oben, bla bla. Man kennt es ja, man kennt es ja. Ja, du schlägst das vor und ich schlag das auch vor. Das hatte ich nämlich auch im Sinn und es kann weitergehen. Ich gehe einfach mal den Weg zurück, dann bin ich schneller an der Statue. Oh, jetzt aber schnell. Wunderbar. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach am Roulette-Inselchen wieder, ne? Achtung, hier bin ich! Pam! Ich liebe das. Sei nicht so traurig. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ich habe dieses formschöne kreisrunde Stück hergebracht. Oh, wie nett. Falls du sonst noch etwas brauchst, lass es mich bitte wissen. Wie freundlich er ist. Ist das etwa... Kann es sein? Tatsächlich, ich traue meinen Augen kaum. Und die Show kann weitergehen. Meine geliebte Roulette-Scheibe. Vielen, vielen Dank. Nun kann ich endlich meine Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Du darfst mein erster Kunde sein. Als kleines Dankeschön. Oh ja, wir haben das sowieso noch nie gemacht. Deswegen wird es mal an der Zeit, oder? 5 Juwelen der Güte. Ich hätte gerne 15. Ja. So, jetzt haben wir 60. Bei 70 oder 65 sollen wir, glaube ich, wiederkommen. Wie? Ich soll die doch benutzen. Dann lass mich die benutzen. Wie funktioniert das überhaupt? Ja. 20 Rubine, aber ich darf jetzt kostenlos. Und das will ich jetzt auch tun. Ja! Okay, die Kanone hier in der Mitte wird dich in die Luft schießen. Das Ziel ist, auf dem rotierenden Feld zu landen. Je nach Farbe, die das Zielfeld hat, kannst du Rubine eines bestimmten Wertes gewinnen. Landest du jedoch auf einem grauen Feld, dann musst du mir Rubine zahlen.
Sei nicht allzu gierig. Ein wenig Glück gehört bei diesem Spiel nämlich auch mit dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest und ich dich um ein paar Rubine erleichtere. Ja, so läuft das geschafft. Gut, während du durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusringe sowie Dodo-Ballons stoßen. Manövriere dich geschickt durch die Bonusringe und erhöhe dadurch deinen Rubin-Multiplikator. Je mehr Ringe du durchfliegst, desto langsamer wird sich auch das Roulette drehen. Somit sollte es dir auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Das ist cool, aber pass bloß auf, dass du keinen Dodo-Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt. Ach, und den Parachall kannst du bei dem Spiel nicht verwenden, also bereite dich schon mal auf eine harte Landung vor. Die mag ich ja am liebsten. Genug der Erklärung, es wird Zeit. Ja. Ja, so bin ich auch. Ist schon okay. Yes! Ja, yes, es kann losgehen. Komm schon. Ich bin startklar. Rein da. Los, rein. Rein! Rot wird natürlich 20 Rubine bringen, grün 2, je nach Multiplikator natürlich. So, Achtung! Da ist ein Ring. Mal 2. Den Ballon will ich nicht treffen, aber den Ring! Yeah! No. Wow! Nein! Ja? So. Ich weiß auch nicht. Wow. So viel langsamer wird das nicht, aber mal 8. Immerhin. Das hat Spaß gemacht. Ja. Es fällt es ein Rubin wert. Wie kam ich denn auf 2? Und du hast ein... Wow, ich krieg 8 Rubine. Wow, geil. Ja. Passierst du alle 5 Bonusringe, vermeidest die Dodo-Ballons und landest auf dem 50-Rubine-Feld, dann bekommst du von mir einen total tollen Sonderpreis. Ach, lass mich raten. Irgendein Gegenstand, den ich nicht brauche. Oder doch tatsächlich ein Herzteil? Aber was ist das eigentlich für ein Feld? Es ist kein graues Feld. Aber das hier wird wohl das Special... Nein, das sind 2 blaue Rubine. Was ist denn dann das ultra tolle 50er-Feld? Das muss ja das dann sein. Egal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die 2 Kisten sind. Hier ist wieder eine Kiste. Und wahrscheinlich im Wolkenhort. Wir haben ja 2 Kisten freigelegt. Gut, dann werde ich nochmal kurz nach den Kisten schauen. So, hier haben wir die eine Kiste. Komm mal her, zeig dich. Zeig, was du in dir hast. Was ist das? Ein kleiner Köcher. 5 weitere Pfeile. Yo. Aber genau, die Tasche ist voll. Okay, dann erstmal zurück zum Wolkenhort. Dann werde ich den einen Typen nochmal fragen, was denn nun mit unserem lieben Käfersammler ist. Und dann... Ach, scheiße. Und dann... Geh weg. Keiner mag dich. Ja. Schauen wir noch bei Morsego vorbei und machen uns dann mal auf dem Weg endlich zu dieser einen Prüfung. Das wäre eine Idee. Hui. Im Bazar! Endlich die Kiste im Bazar! Na wunderbar. Das gefällt mir. Mal sehen, was da drin ist. Das frage ich mich, seit ich diese Kiste zum ersten Mal gesehen habe. Das war auch die erste seiner Art, wenn ich mich nicht irre. Du hast nichts Neues, ne? Nö. Warum auch? Warte mal. Da. Da ist sie doch. Also. Boah. Ein goldener Rubin. Unglaublich. Wow. Ich glaube, wir sollten mal bei Terry einkaufen gehen. Eventuell. 1800 Rubine. Ich meine, besser geht es doch nicht, oder? Es ist schon eine Menge. Ich bin reich. Yay. Wo ist er denn? Der Terry. Da ist er, Terry. Und es wird mir immer wieder geschrieben,
Oh. Okay, machen wir es so. Nach einer lustigen Szene hier. Und ich habe das schon längst gemacht, aber ich glaube, das habe ich nicht während einer Aufnahme gemacht. Deswegen werden wir das jetzt einfach tun. Oder? Ja, komm. Es ist halt schon etwas witzig. Aber dann muss ich die Glocke nochmal betätigen und meh. Das will ich auch nicht unbedingt, aber na gut. Wir wollen ja mal nicht so sein. War das einfach... Nein, das war ansprechen und dann rausgehen. Ja, ja. Kaufe ich jetzt aber nicht. Ich habe zwar das Geld, aber nö. Mhm. Tschüss. Oh, bitte warte einen Moment. Du bist ganz schön schwer. Wegen dir musste ich wie ein Irrer in die Pedale treten. Und jetzt willst du gehen, ohne etwas zu kaufen? Pah, na los, sieh zu, dass du wegkommst. Ja, ich wollte doch gerade gehen. Huch, hoppla. Okay. Damit wir das auch mal im Let's Play gesehen haben, ne? Boah, voll auf die Treppe. Das ist ganz schön schmerzhaft. So, warte bitte kurz. Diesmal kaufe ich wirklich was. Und zwar habe ich noch nie für so viel Geld bei dir eingekauft. Also. Er ist ein ganz schöner... Ja, Geldeintreiber ist das falsche Wort. Geiz halt auch irgendwie. Er ist ein Gierlappen. So. Ja, das kaufen wir. Ja, es ist wunderschön. Du weißt nicht mal, was es ist. Aber hey... Ich weiß es zu schätzen. Ein Herzteil. Yeah. Bitte, bitte, bitte und tschüss. Warte mal. Ich habe nur noch 200 Rubine. Ich glaube, ich schlafe mal eine Runde bei dir. Bis nachts. Auf dem wunderschönen harten Bett kann man das nicht nennen. So. Denn hier soll es ja auch so schöne Glühwürmchen geben, habe ich gehört. Und dass jemand ein großer Käferfreund ist. Oh, ist das süß. Aber besagter Typ ist gar nicht hier. Was hast du zu sagen? Was machst du da eigentlich? Ja, ja, das kennt man, das kennt man. Mhm. Ah, vergessen wir das? Ich bin es ja gewohnt. Okay. Ja. Okay, ich habe hier nichts zu suchen. Ich habe hier nichts verloren, deswegen... Halt! Ich habe da was gesehen. Ich habe da etwas gesehen. Warte, geht das auch hier mit? Nein. Käfer. Hol es dir. Wunderbar. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht außerhalb des Hortes nach... Aha. Nach Juwelen der Güte geguckt. Yo, da ganz hinten. Was ist denn da ganz hinten? Das ist so eine Insel. Oh, nee, hier ganz hinten bei der Kürbisinsel. Da könnten wir auch mal einen Abstecher hinmachen. Ich bin hier schon wieder voll am Rumnebenquesten. Aber hey, wir haben ja Zeit. Dann schlafe ich mal bis morgens. Dann sind wir wieder im Wolkenhort. Aber eigentlich wollte ich zur Kürbisinsel. Nun gut, nun gut. Ich würde sagen, ich mache hier dann auch mal Schluss für heute. Es war, ja, sehr ereignisreich heute. Total. Jedenfalls, ich kann hier gar nichts benutzen. Ich muss einmal rausgehen.
komm. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.